Die Prüfung der Varianten zum Ersatz der maroden Hochbrücke in Wismar ist abgeschlossen. Die Projektgruppe Großprojekte beim Straßenbauamt Schwerin hat am Montagabend im Bauausschuss der Hansestadt Wismar über den aktuellen Stand der Planung für einen Neubau informiert. Wismar TV hat für den Bauausschuss keine Drehgenehmigung erhalten. Während der Sitzung wurde den Ausschussmitgliedern und der Öffentlichkeit die neue Vorzugsvariante des Straßenbauamtes des Landes, kurz LSBA, vorgestellt. Es kam dabei eigentlich aus meiner Sicht nichts Überraschendes heraus, weil es hat sich bestätigt, was wir schon wussten, dass die Malzfabrik unter Denkmalschutz steht und damit die Hochbrücke dann nicht mehr durchgehen kann, der Ersatzneubau. Und dass die Malzfabrik sozusagen dann umfahren werden muss. Dann ist das gekommen, was wir wussten, dass die Trog- oder Tunnelvariante erheblich zu teuer wird. Es war ja von bis zum Vierfachen die Rede gegenüber der Brückenvariante. Das scheidet also aus Sicht des Straßenbeamtes dann damit aus. Die Straßenbauverwaltung des Landes hat insgesamt 13 Varianten für den Ersatz der Hochbrücke erarbeitet. Diese reichen von Brückenneubauten bis hin zu einer ufernahen Verkehrsführung ohne Brücke über den Mühlenteich. Alle Varianten wurden technisch geplant und nach Verkehrs-, Umwelt- und Kostenaspekten bewertet. Zudem wurden städtebauliche Ansprüche der Hansestadt Wismar und Auswirkungen während der Bauzeit auf das Straßennetz in und um Wismar herum berücksichtigt. Aus dieser Bewertung des Straßenbauamtes ergibt sich ein Favorit. Es handelt sich um die Variante 8.1, eine Seebrücke, die in südlicher Parallellage zur bestehenden Hochbrücke und nördlich der ehemaligen Malzfabrik Wismaria verläuft. Diese Variante bietet laut Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, eine, Zitat, leistungsfähige und sichere Verkehrsanlage und überzeugt auch in Sachen Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zitat Ende. Da es sich um eine Landesstraße handelt, ist das Land auch für den Ersatz der maroden Brücke zuständig. Der Bau der Vorzugsvariante 8.1 würde es ermöglichen, während großer Zeiträume des Neubaus den Verkehr so wie zurzeit über die alte Brücke zu führen. Die Bauzeit wird von den Experten auf 3 Jahre geschätzt. Aus Sicht des Landes ermöglicht die Variante 8.1 ebenso eine städtebauliche Entwicklung des Areals rund um die Wismaria sowie die Sanierung der alten Gebäude und des Quartiers. Für die Variante 8.1 müsste zudem keine genutzte Wohnbebauung abgerissen werden, wie es bei anderen Varianten der Fall wäre. Es war ja uns auch mitgeteilt worden, dass sie über die Hochbrücke den Geh- und Radwege beidseitig führen wollen. Was ich jetzt persönlich nicht so ideal finde, weil durch diese erheblichen Steigungen und Gefälle in den Anrampungen ist das für Fußgänger ja noch locker machbar, aber für Fahrer ist es dann schon ein sportliches Vorhaben. Deswegen würde ich aus meiner Sicht in jedem Falle bevorzugen, dass die Unterführung in der Rostocker Straße hier hinter uns für Fußgänger und Radfahrer so ertüchtigt wird, dass sie nutzbar ist und der Fahrradverkehr nicht gezwungenermaßen über die Hochbrücke gehen muss oder fahren muss. Die Vorzugsvariante wird nun Gegenstand des Vor- und Genehmigungsentwurfs für die Planfeststellung sein. Hierfür ist es wünschenswert, wenn die Stadt Wismar diese Vorzugsvariante unterstützt und ihre städtebaulichen Aktivitäten entsprechend ausrichtet, so teilte das Land mit. Aber nicht alle sind von der neuen Variante überzeugt. Sönke Reimann zum Beispiel, Mitglied des Bauausschusses sowie Mitglied der AG Baukultur Wismar, bleibt skeptisch. Städtebaulich immer noch mehr als suboptimal, weil das Denkmal bedrängt wird und wir immer noch eine Zerschneidung sowohl der städtebaulich zu erschließenden Fläche, dem Übergang der Altstadt zu dem neuen Quartier haben, als auch das Landschaftsschutzgebiet nach wie vor zerschnitten wird. Was übrigens mit keinem Wort irgendwie jemand irgendwie erwähnen hat oder anscheinend interessiert das überhaupt nicht. Ich denke, dass realistisch die 8.1 optimiert werden muss, zum Beispiel die innerstädtischen Dämme wegfallen, dass man dann die Trasse möglichst ganz schmal und filigran hält, dass man sich in der Ingenieurskunst ein bisschen mehr Mühe macht als üblich, dass das also auch ein ansehnliches Bauwerk wird.
Dass man die anderen die Fuß- und Radwege vielleicht ebenerdig lässt, das halte ich für realistisch. Im Rahmen der Prüfungen der verschiedenen Varianten durch die Straßenbauverwaltung wurde auch der Vorschlag, die Brücke durch einen Tunnel zu ersetzen, fachlich geprüft. Der Bau eines Tunnels würde nach bisherigen Schätzungen 3 bis 4 Mal so viel kosten wie die favorisierte Variante. Vor dem Wirtschaftlichkeitsgebot, das die öffentliche Hand stets zu berücksichtigen hat, sind Kosten in dieser Höhe nicht zu rechtfertigen und im Landeshaushalt auch nicht abbildbar, so teilte das Verkehrsministerium dazu mit.